Herzstein. Teufelsspeer. Wirkung durch Benutzen. Ja. Festigen Charisma. So, jetzt bin ich unwiderstehlich. Das Buch der Dredetra. Schön für die Dätra. Brav. Brav. Hui. Lol. Einmal muss man gehen. Ah. Yeah, I can see where this is going. Du bist wieso leer? Wieso habe ich das? Ah, weil ich es bestimmt verkaufen wollte. Egal. Verkaufen, als ob du noch Geld brauchst, Chicken. Du hast zu Hause in deiner Festung über 1 Million am Draken. Und nach meiner Aktion habe ich immer noch genügend Geld, ne? Das war der Smaragd! Hast du gerade jetzt gelähmt? Nee. Warum hast du dann kurz nicht angegriffen? Egal. Ich brauche es nicht zu interessieren, ne? Kann halt passieren. Wenigstens ist er nicht so gemein gewesen wie Sheo Gorath in Aldetroth. Der Troth. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Ja, wie wunderbar. Wunderbar. Echt. Wunderbar. So. Alle Grumps. Grumps, 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 Grumps. Wir gehen nach Helden. Was? Arena? Nein! Nicht Arena. Das bezweifle ich. Hier in Viva gibt es noch ein paar Fäden zu holen. Aber erstmal können wir ja nach den Leuten Gerüchten fragen. Ich habe gesagt Leute, nicht Ordinatoren. Die wollen mir doch bestimmt wieder ans Leder. Ah, ja, wie oft will Bahram noch irgendwie besoffen sein? Dass er schlafwandelt. Kanalding mit Beleuchtung. Aha. Aha. Irgendwas des Weisen. Glashütte. Hat die nicht sogar auch eine Quest für uns? Kicke mich gerade über. Ja, was kann ich für euch tun? Ach, einfach. Was? Aber der Mörder hier in Vivek ist doch schon längst erledigt. Ach komm. Na, Gerüchte, die interessanter sind. Albträume. Interessiert niemanden. Was wollt ihr? Nochmal Mörder. Von Fremdländern und Ordinatoren. Kann ich euch helfen? Was? Ich grüße euch, Freund. Wie kann ich euch helfen? Wir führen eine hervorragende Auswahl an Glaswaren, obgleich des letzten schwieriger geworden ist, exotische Gegenstände hereinzubekommen.
Nun ja, die feineren Materialien sind heutzutage nicht so leicht zu finden. Natürlich wäre es schön, Zwergenkalksteingeschirr oder ähnliches zu haben. Aber es ist zu schwierig geworden, so etwas zu beschaffen. Soll ich es beschaffen für dich? Es war bisher kein großes Problem, doch Bohrin von der ostkaiserlichen Händlergilde hat die Preise manipuliert. Da bin ich mir sicher und er wollte den meisten von uns keine Lizenzen geben, um das Zeug zu verkaufen. Ich weiß, dass momentan in Ebenherz eine Schiffsladung Kalksteingeschirr aufgehalten wird. Wenn ihr bereit seid, sie für mich zu beschaffen, wäre ich bereit, eine sehr großzügige Belohnung zu zahlen. Vielleicht 1500? Ja, warum nicht? Ich bin ja sowieso praktisch Mitglied der Diebesgilde. Einkaufsbummel nach Gildenart. Ach, wie schön. Ausgezeichnet. Ihr findet das Kalksteingeschirr an Bord der Chun-Ok, die in Ebenherz vor Anker liegt. Es wird vermutlich gut bewacht, also seht euch vor. Es sollte mindestens aus 10 Teilen bestehen. Schüsseln und Tassen, glaube ich. Alles andere, was ihr findet, Flaschen, Teller oder Platten, sind vermutlich Fälschungen. Lasst sie also dort. Okay. Weil ich ja auch so gut, ne, Original von Fälschung unterscheiden kann. Ah, nochmal ein Mörder von Ordinatoren. Wieder Baram, der irgendwie schlafgewandelt ist. Kann der Typ auch mal was anderes? Und können die Leute auch mal was anderes als sich erstechen zulassen? Dellenplatz. War hier nicht dieser eine gewisse Typ? Willkommen. Was kann ich Khajiit für dich tun? Ich hatte jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund gedacht, dass Banner da oben wäre ein Klippenläufer. Ja. Ich bin nicht paranoid, nein. Ich leide nicht unter Verfolgungswahn, nein. Immer dieser Baram, was soll das? Egal. Egal. Alle sagen das Gleiche. Sie sind müde. Ja, vielleicht geht irgendeine Krankheit um. Alle sind müde. Dann geht doch schlafen, nur weil ihr dann Albträume habt. Dann versetzt euch ins Koma. Braucht ihr etwas? Farven. Nochmal 2 Ordinatoren. Könnt ihr auch mal was anderes sagen? Eine Krankheit geht um. Ja. Na, sieh mal an. Wusste ich's doch. Ein Unsichtbarer. Könnt ihr mir helfen? Nein, ich bin hier. Mein Name ist Cassius Olenius. Solange du nicht Cassius Curio heißt. Entschuldigt, ein Zauberer hat mich unsichtbar gemacht. Ja, der Zauberer Fimralen hat mich mit einem Fluch der Unsichtbarkeit belegt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es heißt, so zu leben. Niemand will mit mir reden. Jeder denkt, ich sei irgendein Geist. Ich halte das nicht länger aus. Ich habe Angst, mit dem Zauberer zu reden. Und mein Vater, der Händler, wird mich für einen Narren halten. Bitte könnt ihr mir nicht helfen. Okay. Hey. Ich werde irgendwie versuchen zu helfen. Ja? Hab 1000 Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schrecklich dies ist. Irgendjemand läuft immer gegen mich und wirft mich um. Niemand will mit mir reden. Was heißt, ich bin ein Niemand, weil ich gerade mit dir rede? Es ist einfach nur fürchterlich. Ja, ich dachte, ich wäre... Möchtet ihr etwas? Meine Herzlose. Kann ich dich auch... Magier im Telvanni-Bezirk von Vivek. Ich weiß nicht, warum er mir das antun sollte. Das ist einfach schrecklich. Telvanni-Bezirk. Telvanni-Bezirk. Und da drin ist dein Vater, ne? Und ein Ordinator. Du hast natürlich keine neuesten Gerüchte, aber... Ja, bla bla bla, böse Preise, bla bla bla. Muss ich vielleicht? Ich habe diese Quest nie verstanden. Nicht mal mit Komplettlösung konnte ich sie schaffen. Ah. Ich
war irgendwie verflucht. Egal. Ich bin immer noch auf der Suche. Auf der Suche, auf der Suche. Ja, Gewitter, du mal. Gewitter, du mal. Wo geht's da hin? Nord 2? Ach, waren das diese Dingbauten? Ja, diese Wohnräume. Aber hier ist niemand. Ich habe eine neue Behausung für mich gefunden. Ah. Jetzt, wo ich gerade die Schmiedehämmer sehe. Erstmal speichern. Sekunde. Dann könnte ich auch direkt mal... Drei, zwei, eins. Ich wusste es. Ich meine, sind wir hier in Wie weg? Ihr seid so berechenbar. Dalot Uhr, du bist so berechenbar, wenn du mir deine Dinger schickst. War ich hier schon mal oder wieso ist hier nirgendwo was drin? Hauptsache, das Buch habe ich liegen gelassen. Was soll ich mit dem Buch? Munition. Kanal. Drei, eins, zwei. Merkwürdige Reihenfolge haben die hier zu zählen. Steck die Waffe weg. So, erstmal runtergehen. Zwei Stammkrabben. Hi. Hallo Kätzchen. Drozheimer. Was willst du? Gar nichts. Ich bin hier auf einer Hausinspektion. Lass dich nicht von mir stören, ne? Lass dich nicht von mir stören. Am besten hole ich noch... das böse Schatten... Chamäleon! Ein Schattenchamäleon. Das Bösigkeit. Wieso sollen Chamäleons böse sein? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich dich bestehlen kann. Nein. Ich gebe auf. Lass mich am Leben. Wieso? Weil du mich nicht findest? Na gut, töten wir dich. Ich bin super, wenn es darum geht, Leute zu stehlen, ne? Ich will nur deinen Faden, den du hast. Also wirklich. Böses Kätzchen. Hätte sie ihn mir einfach geben sollen, dann wäre er noch am Leben. Aber nein. Ach, Taschendiebstahl ist sowieso irgendwie seltsam. Oh Gott. So. Komm, wir gehen erst Redo ran, dann gehen wir die Fäden ab und dann... Wir waren mit dem Telvanni-Zauberer. Hört sich doch nach einem guten Plan an, oder? Ja, vielleicht. Oder auch nicht. Habe ich jetzt eigentlich Kopfgeld? Nö. Nö. Er hat es ja sowieso niemanden melden können. Hier gibt es noch einen Faden für uns. Haha, hallo Ordinator. Ah,
Hausrederin hat Söldner ausgeschickt gegen abtrünnige Tervani und deren Lage im Molag Amur und dem Aschland.